Nomen Kreta. In Denencea hätte Hiarachis Weltmeisterschaftsrede 2014 in Kuala Lumpur hießen die Schlüsselworte: Ich sehe etwas in dir, aber ich weiß nicht, was es ist. Was siehst du, was wir noch nicht sehen? In Denencea hätte Hiarachis Weltmeisterschaftsrede 2014 in Kuala Lumpur hießen die Schlüsselworte: Ich sehe etwas in dir, aber ich weiß nicht, was es ist. Was siehst du, was wir noch nicht sehen? Nomen Kreta. Du bist gut, so wie du bist. Anfang des Jahres war ich mit meiner Frau auf Maui bei einem Seminar von Dr. Wayne Dyer. Und unter anderem war da eine ältere Dame, die gesprochen hat, die Stephanie. Und die hat was ganz Interessantes gemacht. Herr Wettbewerbsleiter, verehrte Toastmasters, was sehe ich in euch, was ihr so noch nicht gesehen habt? In der Pause bin ich zu Stephanie, um mir ihr Buch signieren zu lassen. Und ich sprach sie an, sagte: Stephanie, excuse me. Sie dreht sich um und schaut mich an. Und ich habe gedacht, was sieht diese Frau? Die hat mich angeschaut, als würdet die Damen dastehen, euch umdrehen und neben euch steht George Clooney. Oder Pamela Anderson für die Jungs. Einfach dieses total große Augen, halboffener Mund. Was mich total fasziniert hat, ich habe gedacht, wow, was hat die denn gesehen, was ich noch nicht von mir weiß? Hat mich den kompletten zweiten Teil beschäftigt. Nach dem zweiten Teil bin ich wieder zu ihr hin und habe gefragt: Stephanie, I have a question. Ich habe eine Frage. Was hast du denn gesehen in mir, was ich noch nicht gesehen habe, was ich vielleicht nicht weiß? Und sie hat was sehr Interessantes gesagt. Und ich meine das jetzt weit weg von jeglicher Religion. Sie hat gesagt: Ich habe Gott in dir gesehen. Wow, dachte ich. Mit der Antwort habe ich nicht gerechnet. Dachte, vielleicht werde ich hier, wer auch immer, und schön, reich, prominent, noch besser auf der Bühne, wer weiß. Aber sie sagt Gott in mir. Und damit meinte sie jetzt nicht den Mann mit weißem Bart da oben, den man sich aus der Bibel vorstellt, sondern die perfekte Kreatur. Zu sagen, du hast alles, alles in dir, alle Talente, alle hervorragenden Eigenschaften, um alles zu sein in der Welt. Und das hat jeder von euch hier. Wir sind alle perfekt, jeder so, wie er und wie sie ist. Und von daher, nehmt es mit nach Hause, schaut euch in den Spiegel und sagt, ja, ich kann es und ich bin genau das, was ich sein möchte.